Liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersöffler. Ja, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Na klar, Zweitvideo, also immer noch in der Weihnachts- und Winter-Spezialreihe. Und unser heutiger Kandidat kommt aus Bayern, aus Kulmbach, aus der Kulmbacher Brauerei. Man sieht's schon, das gute alte Mönchshof. Ja, Weihnachtsbier, Saison 2020. Was können wir dazu sagen? Ja, erstmal ganz klar, Mönchshof haben wir die ganze Reihe 2020 ja schon durchgenommen. Da waren ja einige dabei gewesen, die auch für eine Überraschung gesorgt hatten, nicht wahr? Das Kellerbier, ja, das war ja schon recht lecker, ne? So, und nun hier unser gutes altes Weihnachtsfestbier. Na klar, die Brauerei bringt auch immer wieder im Dezember, ich glaube Anfang Dezember, November vielleicht auch schon, in die großen Supermärkte, das Mönchshof. Das war 2019 so der Hit, sage ich mal, was wirklich am meisten verkauft worden ist. Gefühlt in jedem Supermarkt gab es irgendwie Mönchshof Weihnachtsbier. Wir selber sind noch ein Jahr zurück und da bewegen wir uns 2018. Da hatten wir das schon mal getestet, das war ganz zu Anfangs gewesen. Und auch auf Insta damals 2017 hatten wir es auch schon gehabt. War so ein Durchschnitt gewesen. Ich kenne es schon, ich habe es dieses Jahr probiert, aber noch nicht vorgestellt. Aus diesem Grund stellen wir natürlich auch die Saison 2020 vor, denn tatsächlich, meines Erachtens, hat sich es geschmacklich deutlich verändert. Also das ist so, wo ich sage, wow, das ist schon nicht schlecht. So, und das Ganze passt natürlich auch ganz gut. Ich habe richtig deftig gerade gegessen und aus diesem Grund habe ich jetzt richtig Bock, so ein schönes, kühles Weihnachtsbier zu trinken. Oh, Gott segne diesen schönen, sag ich mal, Moment, wenn man eine Flasche öffnet und dann läuft das die Kehle runter. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, Leute. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt ist drin und der ganze Spaß hat 5,6% Umdrehungen. Ich würde sagen, wir machen es mal auf. Plopp, und da kommt auch schon die Entspannungsverdampfung wirklich reichlich raus. Und jetzt ganz schnell lassen wir mal laufen hier. Wow. So, machen wir mal einen mittleren Einschank. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier, Freunde. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön. Von der Blume, ja, locker 1,5 bis 2 Finger breite Blume. Das Ganze ist cremeweiß, fein bis mittelporig. Paar Luftbläschen sind drauf, keine Kraterbildung. Und auch hier mit geschultem Auge erkennt man es, glaube ich. Das Ganze wird 90 Sekunden Standard da im Glas drin stehen. Finde ich schon mal sehr, sehr schön. So, dann wollen wir das Ganze mal kurz anschwenken. Da sehen wir auch, bleibt ein bisschen an der Glaswand haften. Schaut mal selbst, so sieht das Ganze aus. Das sieht doch ganz lecker aus, oder? So, und im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Da bewegen wir uns, würde ich sagen, in so einem hellen Bernsteinfarbton, der so ein bisschen Orange beinhaltet, ein dunkles Gelb. Ja, schön, das Ganze ist filtriert, sieht in Ordnung aus, keine Schwebeteilchen drin und eine anständige Karbonisierung. Perlt schön gleichmäßig ab. Ja, was soll ich sagen? Hat eine gewisse Tiefe, so stellt man sich, glaube ich, ein Festbier, Weihnachtsbier, Winterbier vor. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber 2017, 2018 kam mir das Ganze so ein bisschen heller vor. Da ging es so ein bisschen mehr ins Orangene rein. Ich finde so, hier ist es eher so dieses Bernsteinbetonte, was hier so im Farbspektrum ist. Aber ich will mich, wie gesagt, nicht da aus dem Fenster lehnen zu weit. Das ist immer so eine Sache mit der Erinnerung, das wisst ihr selber. Nur zumindest kommt es mir so vor, wie ob sich jetzt hier 2020 hier optisch schon mal ein bisschen was verändert hat. Und auch die Blume kommt mir wesentlich stabiler vor. Freunde, ich finde das sehr schön. Das sieht optisch sehr schön aus. Deswegen für die Optik, für die Ästhetik gibt es 5 von 5/6 möglichen Punkten. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Ja, und hier ist natürlich klar, sehr Malzkörper betont, schön gewürzt das Ganze und sogar ein bisschen Hopfenfloralität kannst du rausriechen. Finde ich sehr, sehr lecker und auch als ich das erste Mal jetzt 2020 probiert hatte, das müsste Anfang Dezember gewesen sein bei meinen Eltern, die hätten das nämlich mitgebracht. Und da habe ich es mal probiert und dachte ich auch so, Mensch, ja doch, das ist aber richtig so, ne? Das riecht schon gut gewürzt, das Ganze. Also es ist tatsächlich so, wo ich sage, ja, das ist so meine Vorstellung vom Bouquet her, wie so ein Winterbier, Weihnachtsbier riechen sollte. Also schön lieblich, würzig, ein bisschen schwerer. Und genau das bekommen wir hier geboten. Leider, das muss ich dazu sagen, auch eine klitzekleine Alkoholkante, die man so rausriecht. Es ist so leicht spirituos, was man so in der Nase hat. Aber das ist noch in Ordnung.
ja, vielleicht auch so dunkle Trauben, sowas in diese Richtung, rote Beeren, dunkle Beeren, Waldbeeren, ja, das könnte alles sowas sein hier. Also auch ein bisschen fruchtig. Aber vom Bouquet her selbstbewusst, ja, und auch wohlriechend. Das ist jetzt nicht so penetrant, dass ich sage, oh komm, hau ab damit. Sondern das ist schon so, für einen Industriestandard muss ich sagen, lecker. So, ihr Lieben, und jetzt müssen wir mal probieren, ne? Genau, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. Und das meine ich. Und diesen Effekt beim Antrunk, auch wenn man ein paar Flaschen mehr trinkt, den hatte ich 2017, 2018 meines Erachtens nicht gehabt. Deswegen finde ich jetzt hier diese Rezeptur, ich nenne es jetzt mal so, ich hoffe, dass ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall besser als 2017, 2018. Erstmal. Das ist so das Erste, was mir so, ne, mit meinem Erinnerungsvermögen so in den Sinn kommt. Fangen wir mal an. Attribute. Wo bewegen wir uns? Gemütliches Bier oder dynamisches Bier? Am liebsten würde ich sagen, Freunde, das Mönchshof Weihnachtsbier ist ein Hybride. Ja, dann mache ich es mir einfach. Ist es aber nicht. Ich würde tatsächlich sagen, es ist eher ein gemütliches Bier. Kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen Temperatur anziehen lassen. Ihr wisst, was ich immer sage, ne? Dann entfalten sich die feineren Nuancen noch ein bisschen besser. Und dann hat man am Ende mehr davon, mehr Genuss. Wenn man zu schnell wegsüffelt, kann man zwar machen, ja, das ist auch auf einer Seite dynamisch, gerade wenn es gut runtergekühlt ist, hat das schon einen sehr süffigen Charakter. Du kannst das wirklich ansetzen, das Glas, und zack, weg ist es. Gerade wenn du vorher einen Elchbraten hattest oder sowas, ne, da zieht sich das richtig gut weg. Und auch so im Anschluss danach, ja, so schon fast schon als Dessertbier oder so, da hat das wirklich so einen Charakter vom Profil her, so, ja, und weg ist es. Wird der Sache meines Erachtens nicht gerecht. Man muss nicht immer so hart sein mit dem Industriestandard, weil, wie gesagt, wenn man es ein bisschen länger im Mundraum behält, dann hat das wirklich schöne Eigenschaften, dass es sich so richtig schön entfaltet und da kommen wirklich noch ein paar Aromaspitzen zum Vorschein. Und das finde ich eigentlich ganz gut, deswegen würde ich tatsächlich dieses Bier hier empfehlen als gemütliches Bier. So, gehen wir mal ein bisschen da rein. Ja, wie nicht anders zu erwarten, Malzkörper betont, ich glaube, man erkennt es auch, da spielt sich ein bisschen was ab. Und zwar eine sehr, sehr angenehme Lieblichkeit. Die ist ganz weich, die ist richtig angenehm. Nicht gezuckert oder übersüßt, sondern so, wie man sich so ein, ja, liebliches Getreide vorstellt. Ne? So in diese Richtung geht das rein. Finde ich schon mal sehr, sehr schön gelöst. Das ist so, ja, das ist so lecker. Das würde ich als lecker bezeichnen. Ist nicht zu aufgesetzt, nicht zu getreidig, nicht zu nussig. Eigentlich würde ich sogar sagen, eigentlich ist es gar nicht nussig. Es ist eher so dieses typische, ja, nasse Getreide halt, ne? Was so wirklich so in diese eher lieblichen Nuancen reingeht. Das mag ich sehr. Hält leider nicht lange an, danach verflüchtigt sich das ein bisschen und geht über in diesen, ja, eher Fruchtkörper rein. Und so, wie man es beim Bouquet auch rausriechen kann, das sind so dunkle Früchte, ne? So in diese Richtung geht das. Irgendwie so Waldbeeren, ja? Lass es eine dunkle Himbeere sein, Brombeere, das ist so ziemlich deutlich. Vielleicht sogar Blaubeer, ja, was auch noch so ein bisschen Säure mitbringt, aber eben, ja, halt so diese beerige Süße halt, ne? Und das harmoniert natürlich schön mit diesem Malzkörper hier. Ja, und das Ganze ist dann noch so ein bisschen, ich nenne es mal, eingetunkt in so eine gewisse Würze. Und die erinnert, das ist auch so das, warum ich sagen würde, ja, das ist ein Paradebeispiel für ein Festbier, für ein Weihnachtsbier, weil da hast du noch so diese typischen Weihnachtsmarktgewürze. Das erinnert mich so ein bisschen so an so Dominosteine so ein bisschen auch, ja, was da so drin ist. Lebkuchen, Spekulatius, aber so ganz, so wirklich nur so ein Hauch, ja. Nicht übertrieben oder so, sondern wirklich nur so ein Hauch, wo du rausschmecken tust. Also das ist schon ganz angenehm auch. Passt, ist stimmig. Und auch das hatte ich, wie gesagt, 2017, 2018 nicht so wahrgenommen. Wobei das vielleicht auch an dem Glas liegen kann oder an meinen entwickelten Gaumen. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, und hinten raus, da ist jetzt auch nochmal ein Unterschied, wo ich damals so ein bisschen das Hopfiger in Erinnerung hatte. Generell diese Mönchshof-Biere, die ja immer so ein bisschen auch nach vorne gekommen sind durch ihre Hopfenfloralität. Das hast du jetzt hier gar nicht. Also dieses Bier verabschiedet sich nach hinten raus ganz klar mit einem lieblichen Profil. Und ja, das muss ich sagen, ist jetzt nicht zum Nachteile, eher zum Vorteile. Also das gefällt mir. Ne, dann wird es nochmal so ein bisschen
würzig, süß, sodass man fast denken könnte, Mensch, da ist ein ganz leichter Honig-Flavor mit bei. Aber auch so ganz dezent sekundär im Hintergrund. Ja, kratzt nichts, beißt nichts, juckt nichts. Von der Seite also alles okay. Und das ist wirklich süffig, Leute. Also, das kann man auch mal so am Abend da mal so Sechse trinken. Ne? Das ist so, das ist gesellig. Da trinkst du so weg. Muss ich sagen, das hat sich meines Erachtens wirklich, wirklich zum Positiven geändert, dieses Bier. Da werde ich mir dieses Jahr tatsächlich noch ein paar holen. Gibt es ja zum Glück massenweise in den Geschäften. Und ja. Ich hatte es am Heiligabend auch bei meinen Eltern getrunken und ich war richtig begeistert. Es war so richtig schön, so, auch so eine leichte Karamellnote, ne? Freunde, das ist ein guter Industriestandard. Der hat mir gefallen. Der gefällt mir 2020. Aus diesem Grund möchte ich ihn auch so bewerten. Lecker. Gebe ich 4 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Ja, und damit sehen wir uns wieder beim nächsten Biertest. Bis morgen, Freunde. Ciao, euer Biersüffler.